Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom Let's Play Resident Evil 3 Remake. Ja, wir sind in der letzten Folge von Jill getrennt worden, beziehungsweise Jill ja, war plötzlich nicht mehr zu sehen, sondern nur noch Carlos und den haben wir dann gespielt und sind hier in das altbekannte Polizeipräsidium reingegangen, wo ich schon ein bisschen drüber gemeckert habe, wie man im Hintergrund auch sieht, dass die Texturen immer wieder so komische, kriselige Schatten werfen. Es sieht ein bisschen seltsam aus. Ja, unsere Munition ist eigentlich gar nicht so schlecht, zumindest die vom Sturmgewehr, obwohl ich lieber die Pistole nehmen würde. Andererseits muss man dazu sagen, dass die Pistole anscheinend nicht so viel bringt. Deswegen werde ich jetzt wohl doch auf Sturmgewehr wechseln, weil wir haben jetzt 6 Schuss mindestens gebraucht, um einen Zombie platt zu machen. Und das war jetzt schon krass. Okay, also wir müssen jetzt als nächstes erstmal durch den Empfang durch den Gang. Achso, da kommt man hinten rum. Genau, also müssen wir komplett rum. Besprechungszimmer. Dunkelkammer. Dunkelkammer müsste theoretisch der Speicherraum sein, wenn das alles so ist wie beim normalen zweiten Teil, aber ich gehe mal, also beim Remake, aber ich gehe mal davon aus, Schließfächerraum sollte wichtig sein, das Büro, da habe ich gehört, dass man wohl, ich glaube es war im Büro, dass man wohl den gleichen Code von dem Safe eingeben kann. Und das wollen wir auf jeden Fall mal versuchen, ob das wirklich funktioniert. Es wäre natürlich ziemlich dämlich irgendwie. Ansonsten müssten wir... Achso, da oben ist Munition, aber komme ich nicht ran, ne? Ansonsten müssten wir nämlich gucken, dass wir... ich vermute mal, das Memo finden. Weil es gab hier mein Kraut. Da ist Munition. Wieso kann ich die nie nehmen? Hallo? Das finde ich aber nicht nett. So, dich habe ich zwar nicht anvisiert, aber dich können wir auch machen. Oder? Sieht so für eine Karte aus? Ja, doch. Was ist denn da drin? Sturmgewehrmunition. 16 nur. Oh Gott, okay. Sicherheitsrichtlinie zu ID-Karten. 16. September 1998. An jedes Mitglied der Truppe wurde eine ID-Karte ausgegeben. Mit dieser Karte können Sie ab heute alle Aufbewahrungskisten öffnen. Ja, das haben wir jetzt auch gerade schon rausgefunden. Leihen Sie diese Karte nicht aus und bewahren Sie sie sicher. Wenn Sie Ihre Karte verlieren, ist der Verlust umgehend zu melden. RPD, Gebäudemanagement. Ja, danke für die Warnung, ne? Oder wie heißt das immer so schön? Danke für nichts. Ich hoffe, dass jetzt hier nicht wieder so ein Viech rumgekrabbelt kommt. Oh, fuck, ist nicht euer Ernst, oder? Was zur Hölle war das denn? Oh, und ich habe keine Schrot, ne? Scheiße. Aber ich muss da rum. Geht nicht anders. Ist auch nichts zum Einsammeln oder so, ne? Du stehst wahrscheinlich nochmal auf, oder? Das war kein Zombie. Hallo? Hä? Wieso kann ich den nicht... Was soll denn der Scheiß? Okay. War das offen? Ach so, das war die Tür. Na gut. Doch, da bin ich richtig. Ist schon wieder weg. Ah, sag das nicht zu laut. Okay, geht wieder los. Aber die scheinen doch ein bisschen schneller mit dem Sturmgewehr kaputt zu gehen. Ich
Ich dachte, jetzt hinter mir ist gerade was. Aber das sind die von rechts, oder? Jetzt rausbrechen. Wusste ich's doch. Na komm, Dickerchen. Oh Mann, nette RPD-Begrüßung. Ist doch bestimmt noch einer, oder? So, da muss ich aber auf jeden Fall rein. Okay. Okay, ich war jetzt ein bisschen vorsichtig, weil normalerweise ist das ja der Raum gewesen im zweiten Teil, glaube ich, wo diverse Zombies durchbrechen. Kann auch sein, wenn ich jetzt wieder zurückgehe. Ist hier irgendwas drin? Doch, hier muss irgendwas drin sein. Da ist was. Eine Blendgranate, okay. Eieiei. Ist das jetzt leer? Ja. Es geht in erster Linie nach links. Ich werde nämlich ungern von irgendwas überrannt hier. So. Ach, da steht auch Locker Room Cap. Ja, das ist nämlich auch das alte. Okay. T, bist du da? Da ist was echt Übles hier drin. Keine Ahnung, was das ist. Was echt Übles? Na gut, ich schau mit den Kameras. Pass auf dich auf. Ja. So mehr oder weniger. Wo müssen wir denn jetzt hin? Links die Tür kann man öffnen, aber rechts kann man anscheinend gar nicht durch, hä? Ach so, das ist wieder so eine Dingstür, ja. Kommen die jetzt von rechts, links oder geradeaus, wenn ich da durchgehe? Ich glaube, das war früher so, dass man geradeaus durchlaufen sollte oder rechts durchlaufen sollte. Es war auf jeden Fall, da war ein Trick bei, das weiß ich noch, aber werde ich jetzt wohl nicht anwenden können. Ach, da kommt schon einer. Kommst du denn wenigstens durch die Tür durch? Oh ja, diesmal anscheinend schon. Kommen die anderen auch durch? Okay, das ist nicht ganz so nah. Mann, man kann auch nicht vernünftig anvisieren. Das ist doch scheiße. Aber sie kommen. Okay, wenigstens etwas. Na komm. Komm. Oh. Ah, sehr schön. Och nö, jetzt geht der andere wieder. Was ist das für ein Arschloch? Mal ganz ehrlich. Oh, jetzt kommt er. Komm zu Papa. Sogar zwei. Och, ist das jetzt dein Ernst? Hallo, Herr Officer. Ich muss ihn mal eben den Hut von der Birne schießen.
So, da ist anscheinend auch niemand drin. Keine Munition. Scheiße. Ah, Pistolenmunition, das ist schon mal gut. So. Müssen wir da rum? Moment, da ist Schließfachraum. Wir müssen auf jeden Fall erstmal ins Büro rein. Die Frage ist, kommen wir da rein? Mist. Verschlossen. Ach so. Okay, also das ist verschlossen. Oh, die Tür ist jetzt gerade wieder. Das ist nicht gut. Ich wusste es, du Drecksack. Oh, der kommt doch auch nochmal, ne? Sonst kommt hier keiner mehr? Komm. Ich wusste es. Perfekt. So, sehr schön. Dann können wir hier die Karte nochmal benutzen. Kriegen wir wenigstens was Vernünftiges. Zielfernrohr fürs Sturmgewehr. Ui. Okay. Kombinieren. Ja. Ach so, jetzt haben wir einen roten Punkt. Naja, gut, okay. Oh, ich höre ihn atmen, ne? Ah, die Dinger kann man anscheinend hier nicht aufmachen. Ah, ein rotes Kraut. Ach, das war das von der anderen Seite. Okay, okay. So, das haben sie, glaube ich, abgeschlossen. Wenn ich das richtig sehe. Es war auch, glaube ich, früher nur mit einem speziellen Schlüssel zu öffnen. Der hat eh keinen Kopf mehr. Der kann sich eh nicht mehr bewegen. Sturmgewehrmunition, sehr schön. Okay. Die Frage ist, kommen nachher auch noch so viele hier durch, wenn ich wieder rausgehe? Ah, Pistolenmunition. So, und da probieren wir das jetzt mal aus, ob das jetzt wirklich mit dem alten Code funktioniert. Wie war das nochmal? L9, glaube ich, ne? 9. R5. Na, geht nicht. Ach so, bei denen war das ja spiegelverkehrt, ne? Wenn das L9 war, musste man nach rechts und nicht nach links drücken, genau. Oder auch nicht? Hä? Oder nicht auf die... Ja, das kann auch sein. Moment. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Auch nicht. Hm. Warum geht der dann immer direkt raus? Ich verstehe es nicht. Oder muss ich... Ach so, ich darf das nicht bestätigen, oder wie war das? Moment. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie das ging. Und dann war das... R15 und L7. Ah, okay. Also man durfte nicht auf Bestätigen drücken. Ah, sehr schön. Sehr, sehr geil. Ja, nee, ich wollte nicht ausweichen. Ich wollte das eigentlich nur, ja, denke ich mal, kombinieren, oder? Ja, doch. Dann haben wir auch ein bisschen mehr Platz. So. Ja, mit der Granate kann ich jetzt momentan noch nichts anfangen. Die tue ich jetzt erstmal nach unten. Hier haben wir jetzt auch nichts mehr, ne? Okay. So, wo müssen wir denn jetzt noch hin? Also Schließfachräumen. Ach so, genau, zur Dunkelkammer können wir noch. Würde ich sagen, dann machen wir das auch mal eben. Der jetzt hier.
Der hat seine Innereien, hat er da verteilt. Dich hatte ich ja eben nochmal abgeschlachtet, ne? Oh, hallo? Du warst mir jetzt etwas zu nah, wenn ich jetzt ehrlich bin. Mit dir habe ich jetzt gerade so gar nicht mehr gerechnet. Ich meine zwar, dass da ein Zombie stand, aber ich habe eigentlich gedacht, der wäre direkt vom Speicherraum gewesen. War ja eigentlich... Nee, da war alles blau, okay. Ganz schön krank, Kopf zu erschießen. Ja, ne? Da ist jetzt aber keiner. Okay, ist hier noch ein Kraut? Nee. Gut. Dann gehen wir erstmal hier rein. Rotes Kraut, sehr schön. Wenn jetzt noch ein grünes kommt, ist alles perfekt. Das heißt, naja, perfekt ist immer relativ, weil das heißt ja normalerweise, dass da irgendwas Böses, Großes kommt. Internes Memo. 22.09.1998. Interne Bürobedarfsverlegungsmitteilung. Hitzebeständiger Tresor mit 3 Zahlenschluss vom Stars Büro in 2F ins Büro Westweite 1F verlegt. Die Kombination lautet links 9, rechts 15, links 7. Ja, ich habe extra meine alten Unterlagen nochmal rausgesucht und habe nochmal geguckt, was ich damals rausgefunden hatte, was das für ein Code war. Und da steht es natürlich drin. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das so schnell gefunden wird. Bitte Kombination sofort nach Erhalt ändern. RPD Hausmeister. Okay, ja, anscheinend haben sie sich nicht dran gehalten und haben es nicht geändert. Kann man hier auch wieder das Licht anmachen? Ah, sehr schön. Das ist gut. So, haben wir hier noch irgendwas? Könnte ich die Dinger nur mit Kameras umbringen? Ja, ne? Einfach überbelichten. Vielleicht sterben die Zombies dann. Okay, ja. Viel hat uns das jetzt nicht gebracht mit der Kamera. Gut, dann würde ich sagen, tun wir die Handgranate erstmal weg. Also die Blendgranate. Ich weiß nicht, ob wir die noch brauchen, aber ich glaube, ich will es gar nicht wissen. Wir haben jetzt aber noch gut Schuss für die Pistole bekommen. Das ist schon mal richtig gut. Ja, das rote Kraut lassen wir erstmal hier, würde ich sagen. Ist denn hier sonst noch irgendwas? Ne, ist schon wieder alles grün. Schade. Dann würde ich sagen, speichern wir hier einmal ab. Und wie immer nehmen wir 3 Plätze, die wir abwechselnd speichern. Tada! Okay, hier liegt schon wieder eine Kamera. Okay. Ja, ich würde sagen, da wir jetzt gerade so schön im Speicherraum angekommen sind, dass wir jetzt hier auch erstmal einen kleinen Cut machen werden. Und dass wir den Rest des Gebäudes dann... Irgendwas hat ja gerade so komisch geklappert. Dass wir den Rest des Gebäudes dann in der nächsten Folge erkunden werden. Ich freue mich auf euch. Ciao!